Willkommen zur neuen Wochenschau. Unsere Themen heute: Änderungsanträge zum Doppelhaushalt 19/20, ist Zöpftragen schon rechts und ein Jahr Wöller, ein Armutszeugnis des Innenministers. Was hat die AfD-Fraktion mit dem sächsischen Haushalt vor? Wir befinden uns ja aktuell im Sächsischen Landtag in den Haushaltsverhandlungen für den Doppelhaushalt 2019-2020. André Wendt, was hat denn die AfD als ein Themenpartei davor? Vielen Dank, Herr Dr. Weigang, für die Frage. Ja, wir haben als AfD-Fraktion 225 Änderungsanträge eingebracht, die vornehmlich der sächsischen Bevölkerung zugute kommen sollen. Und natürlich haben wir auch Kürzungen vornehmen müssen und hier vornehmlich im Bereich Integration und Asyl, weil dort die Kosten langsam ausufern. Und wir möchten uns stark machen im Doppelhaushalt 19/20, beispielsweise für die Angehörigenpflege. Wir wollen diese Pflege stärken durch ein Landespflegefördergeld. Des Weiteren wollen wir die finanzielle Grundausstattung der Kommunen erhöhen. Wir möchten den Investitionsstau an sächsischen Krankenhäusern stoppen und beenden bzw. abbauen. Und wir wollen Stellen erhöhen bei Polizei und Staatsanwaltschaften. Dem aber nicht genug. Dr. Weigand wird ergänzen. Ja, wir möchten den Tierschutz als AfD-Fraktion stärken. Dafür soll es mehr Zuschüsse für Personal, für Verpflegung und Unterbringung der Tiere geben. Wir haben als AfD ein großes Herz für unsere sächsischen Kinder. Deswegen soll es ein kostenloses Schulessen an den Grundschulen geben. Und wir möchten endlich die Wahlfreiheit für unsere sächsischen Familien herstellen und dafür ein Pilotprojekt ausrufen und ein Landesbetreuungsgeld testen. Sie sehen, wir haben im Doppelhaushalt einige Akzente gesetzt, aber wir wissen natürlich auch, dass leider alle anderen Fraktionen unsere Anträge ablehnen werden. Und Sie sehen auch, dass man nicht von einer Ein-Themen-Partei sprechen kann. Die AfD ist inhaltlich sehr gut und sehr breit aufgestellt. Was halten Sie von der Broschüre Ene Mene Mu, raus bist du, welche die Bundesfamilienministerin unterstützt? Das ist eine ekelhafte staatliche Schnüffelfibel, die hier herauskommt. Die Broschüre denunziert den normalen Bürger als rechts, das muss man sich mal vorstellen. Die Familienministerin Giffey und die SPD sind sich aber dabei natürlich treu, denn die haben schon vor Jahren die Hoheit über den Kinderbetten gefordert. Und wenn man diese Broschüre aufschlägt, da wird einem wirklich Angst und Bange. Da steht beispielsweise drin, wenn ein Mädchen Zöpfe hat und einen Rock trägt und Handarbeit durchführt, dann soll die Erzieherin Gespräche mit den Eltern führen, genauso wie wenn ein Junge fit und gestählt ist. Das wären nämlich Anzeichen dafür, für eine autoritäre Erziehung und für ein völkisch rechtsextremes Elternhaus. Das ist völliger Irrsinn, meine Damen und Herren. Gespräche gerade mit Eltern und Erziehern zeigen uns, dass wir hier ein traditionelles Familienbild in Sachsen haben, was wir auch erhalten müssen. Das Grundgesetz regelt doch ganz eindeutig, dass die Pflege und Erziehung der Kinder das Recht und die Pflicht der Eltern ist. Und hier muss sich der Staat zurückhalten. Das fordern wir auch als AfD. Diese Broschüre führt nur zu einem, eine Zerstörung der klassischen Familie und offene Türen für Gender-Ideologien. Denn ein Mädchen mit Zöpfen oder ein fitter Junge dürfen nicht mehr in Kindertagesstätten geduldet werden. Wir werden uns stark machen für die traditionelle Familie in Sachsen und so etwas kategorisch ablehnen. Ein Jahr Innenminister Wöller. Wie steht es um die innere Sicherheit in Sachsen? Ja, ich mache es kurz und knapp. Sehr schlecht. Ein paar Beispiele. In Sachsen werden von knapp 2000 gemeldeten Libyern 1100 als tatverdächtige Straftäter in der polizeilichen Kriminalstatistik geführt. Bei 773 gemeldeten Tunesiern im Freistaat Sachsen sind fast 900 straffällig. Das liegt daran, dass beispielsweise auch Tunesier aus anderen Bundesländern hier in Sachsen ihr Unwesen treiben. Zudem gelten jeweils auf beide Volksgruppen bezogene 280 Personen als Mehrfach-Intensivstraftäter. Diese Personen haben also mindestens 5 Straftaten pro Jahr hier in Sachsen verübt. Des Weiteren, und das konnten Sie ja heute aus der Presse entnehmen, ist es so, dass im Freistaat Sachsen der Handel mit gefälschten Papieren boomt.
Diese exorbitant angestiegene Kriminalität ist eindeutig der CDU-SPD-Regierung zuzuschreiben. Wir können hier von einem völligen Kontrollverlust und einem völligen Versagen sprechen. Deshalb sagen wir als AfD, damit muss endlich Schluss sein und wir brauchen hier in Sachsen einen Richtungswechsel. Und diesen Richtungswechsel wird es definitiv nur mit der AfD geben. Und deshalb halte ich an und fordere Sie auf, im nächsten Jahr AfD zu wählen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank, Ihre AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren sowie die Benachrichtigungen zu aktivieren. So verpasst ihr kein Video mehr. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und ihr könnt gern in den Kommentaren diskutieren. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.